Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kodima. Der Advent of Code wird bald seine Pforten wieder öffnen, um im Jahr 2021 jeden Tag zwei Rätsel zu veröffentlichen, die durch Programmierung zu lösen sind. Nun nehme ich dieses Video aber am 15. November auf. Es soll eine Aufwärmphase sein, ein Aufwärmvideo. Wir bereiten uns vor und ab dem 1. Dezember geht es dann los mit dem tatsächlich diesjährigen Kalender. So, ja, zwei Rätsel pro Tag veröffentlicht dieser Kalender typischerweise und sie sind durch Programmierung zu lösen. Hier auf dem Kanal werden wir es mit Python tun. In dieser Aufwärmphase, in diesem Aufwärmvideo, möchte ich mir den Tag 1 von 2018, also vor 3 Jahren, anschauen. Und ich gehe hier gerade durch den wunderschönen Text durch. Also was passiert? Eine der Elfen vom Weihnachtsmann am Forschungsinstitut für temporale Anomalie in einem Detektionsinstrument sagt uns, dass temporale Anomalien entdeckt wurden und dass es sie sehr besorgt. In 500-Jahres-Intervallen in der Vergangenheit passieren Dinge, die die Geschichte des Weihnachtsmann verändern sollen, aber glücklicherweise werden diese Veränderungen noch 25 Tage brauchen, um bis aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart propagiert zu sein, propagiert zu haben, was uns also die Zeit gibt, etwas dagegen zu tun. Der Elf gibt uns ein Gerät, und macht es an unserem Handgelenk dran. Dieses Gerät wird es uns erlauben, diese temporalen Anomalien eine nach der anderen zu beheben. Wobei, wenn wir Anomalien beheben, braucht es keine 25 Tage, um die Gegenwart zu propagieren. Unsere Veränderungen werden aufgrund dieses Devices, dieses Geräts, dankenswerterweise instantan erfolgen. So, dieses Gerät wird uns alle paar Tage weitere 500 Jahre in die Vergangenheit zurückwerfen. Also 500, 1000, 1500, alle paar Tage. Es gibt insgesamt 50 Zeitanomalien, weil 2 pro Tag, nicht? Jede Anomalie, die wir fixen, gibt uns einen goldenen Stern. Es gibt also 50 goldene Sterne zu gewinnen. So. Also, dass es 50 Anomalien sind, ist eine von den schlechten Neuigkeiten. Die andere schlechte Neuigkeit ist, wir haben nur dieses eine einzige Gerät. Das heißt, niemand darf uns begleiten. Wir müssen unsere Rätsel alleine lösen. Und außerdem sind wir überhaupt die Besten, um diesen Job zu erledigen. So, der Elf drückt auf einen Knopf an unserem Gerät, am Handgelenk, und mit einem Mal fühlen wir uns, als würden wir fallen. Um Weihnachten zu retten, müssen wir alle 50 Sterne einsammeln, und zwar bis zum 25. Dezember 2018. Zu spät, würde ich sagen. Naja, wir sammeln Sterne durch das Lösen von Puzzlen. 2 Puzzle werden jeden Tag verfügbar gemacht. Das hatte ich ja schon gesagt. So. Nachdem wir eine Weile uns im Fall befunden haben oder im Fall gefühlt haben, gucken wir auf den kleinen Bildschirm auf dem Gerät und da steht Error, Fehler. Das Gerät muss für die erste Nutzung eigentlich kalibriert werden. Eine Frequenzverschiebung wurde detektiert. Der Ziellock kann nicht erhalten werden. Unter der Nachricht zeigt das Gerät eine Sequenz von Veränderungen in der Frequenz an. Ein Wert von plus 6 heißt, die gegenwärtige Frequenz wurde um 6 erhöht. Ein Wert von minus 3 heißt, die gegenwärtige Frequenz wurde um 3 reduziert. Also zum Beispiel, wenn das Gerät eine Serie von Frequenzveränderungen anzeigt, nämlich plus 1, minus 2, plus 3, plus 1, dann ausgehend von einer Frequenz 0 die folgenden Veränderungen würden also passieren. Es geht bei 0 los, plus 1,
resultiert in einer Frequenz 1, dann startend von einer Frequenz 1, die nächste Änderung minus 2, wir landen also bei minus 1, minus 1, starten von minus 1, plus 3, landen bei 2, starten von 2, plus 1. Im Endeffekt kommen wir also bei 3 an. Wenn wir also nacheinander diese Aufaddierung auswerten, kommen wir von 0 auf 3. So, also in diesem Beispiel ist die resultierende Frequenz 3. Ein anderes Beispiel, Okay, so, also starte mit einer Frequenz von 0. Was ist die resultierende Frequenz, nachdem alle Veränderungen, nachdem alle Veränderungen sich ausgewirkt haben? Okay, get your puzzle input. Da haben wir sie. Das sind jetzt also die gesamten Frequenzveränderungen. Sinn von diesen Inputs ist es, ausreichend lang zu sein, dass man sie, ich sage mal, nicht von Hand oder im Kopf lösen kann. Was schon mal mindestens Excel braucht in diesem Fall. Nein, aber wir nehmen Python. Input A. So, also wir speichern alle Frequenzveränderungen. Wir speichern alle Frequenzveränderungen einer Textdatei ab. Wunderbar, das ist jetzt der Input A, liegt im selben Ordner wie die main.py. Dann geht's los. Holen wir uns mal einen Kontextmanager, um das Textfile zu öffnen. With open sf stream. OP, wunderbar. So, with open. We open input A. Und zwar in dem Modus read, also lesen. So, na dann. Wie in der Wissenschaft üblich, geben wir unsere Frequenzen also in Integerwerten an. Scherz. So, for line, für jede Zeile in fstream. ReadLines. Spaßeshalber können wir ja einfach nur mal zu gucken, ob es geklappt hat, ob wir das bekommen, was wir erwarten, das einfach mal ausführen. So, was bekommen wir tatsächlich? Hier sind alle Frequenzen, aber immer mit einer Leerzeile dazwischen. Das hat damit zu tun, dass Print selber immer einen Zeilenumbruch anhängt, aber die Line aus der Textzeile selber auch mit einem Zeilenumbruch daherkommt. Das ist das letzte Zeichen. Das heißt, holen wir jetzt also alles raus, außer das letzte Zeichen. Dann überspringen wir einen Zeilenumbruch und jetzt bekommen wir alle unsere Frequenzänderungen schön ohne Leerzeilen in der Konsole. So, was wir da bekommen, sind Strings. Ja, es sieht aus wie Zahlen, sind aber keine Zahlen, das sind in Wahrheit Strings. Macht aber nichts. Mit int können wir dankenswerterweise automatisiert Python das für uns also weg. Int kann Strings einlesen und daraus tatsächlich Zahlen konstruieren. Und für positive Zahlen gibt Python nicht explizit ein Plus an. Aber jetzt sehen wir hier, also die Transformation hat geklappt. So, das ist jetzt also der Frequency Change, die Veränderung in der Frequenz. Und wir können die Veränderung schlicht und ergreifend auf unsere Frequenz draufrechnen und bekommen also unsere finale Frequenz raus, die da lautet 447. Ach doch, hier. Ja, genau. So, den Input haben wir schon. So. 447. So, das war die richtige Antwort. Dafür bekommen wir einen goldenen Stern und sind näher dran, den Zeitfluss zu korrigieren. So, das war der erste Teil des Rätsels. Jetzt kommt das zweite Rätsel oder der zweite Teil, Part 2. Du bemerkst, dass das Gerät
Ah, du bemerkst, dass das Gerät dieselbe Auflistung von Frequenzänderung wieder und wieder anzeigt. Um das Gerät zu kalibrieren, okay, also das Gerät wiederholt und wiederholt und wiederholt einfach nur die ganze Zeit die Frequenzänderung. Jetzt geht es darum herauszufinden, wann wiederholt es sich einfach. Wir müssen also gucken, wann die, was die erste Frequenz, wann eine Frequenz zwischendurch, welche Frequenz als erstes zweimal auftaucht. Zwei Changer. Ah, okay. Sie hatten jetzt, vorhin war ja das Beispiel gewesen, hier oben plus 1, minus 2, plus 3, plus 1. Und wir hätten gesehen, wenn man von 0 startet und einmal alle Frequenzänderungen drüber rechnet, kommen wir bei 3 raus. Und dann fängt man an, die Liste von vorn wieder zu wiederholen. Ah, plus 1, plus 1, minus 2, minus 2. Und dann sieht man, wenn man dieses Mal nicht von 0, sondern von 3 aus startet, dann ist der nächste Zwischenschritt 4 und auf die 4, von der 4 subtrahiert man 2 weg. Am Ende landen wir bei der 2 und die 2 ist schon mal wieder aufgetaucht. Und in dem Sinne wäre im Sinne dieses Beispiels die 2 also die erste Frequenz, die zweimal auftaucht. So, was ist die erste Frequenz, die dein Gerät also zweimal erreicht? Ja, dann sagen wir hier einfach jetzt, okay, das hier war Part 1. Kopieren, kommentieren und so. Part 2. Weil ich möchte diesen Code gerne abändern, aber gleichzeitig nicht die Fähigkeit verlieren, Part 1 damit weiterhin lösen zu können. Obwohl wir Part 1 ja schon erledigt haben. So, Frequencies wird jetzt entsprechend einfach eine List. Man könnte hier sicherlich tausend clevere Sachen machen, aber a list will suffice. Eine Liste wird das schon lösen. Wir werden jetzt einfach alle Frequenzen speichern, die zwischendurch auftauchen und dann vergleichen. Wie gesagt, ist nicht das Cleverste, was man an der Stelle tun kann, aber es wird wahrscheinlich einfach diese Aufgabe lösen und fertig ist. So, ich mag keine While-Schleifen, also machen wir es einfach mal mit einer For-Schleife. For in Range. Wer sich jetzt fragt, dieser Unterstrich hier heißt, dass mir die Laufvariable egal ist. So, also das For soll mit einer Laufvariable durch eine Range durchgehen, aber ich werde wahrscheinlich diese Laufvariable selber gar nicht brauchen. So. Ich möchte einfach nur, dass der folgende Code 100.000 Mal ausgeführt wird. Aber das ist vielleicht nicht so clever. Wir wollen nicht 100.000 Mal diese Textdatei einlesen. Dann, okay, das ist Frequencies. Und dann haben wir hier so Frequency Changes. Ach, nee, ist okay. Alles okay. So, Frequencies, Frequency Changes. So, Frequency Changes. Punkt append int line, bis zum lib auch eine Variante, int line bis ausschließlich des letzten Eintrages. Genau. So. Was möchten wir jetzt also machen? Doch, ja, genau so. Also for. Ach so, ja, set wird besser sein als eine int. So, for
for. Eine Set wäre wahrscheinlich besser, dann bräuchte ich noch eine extra Variable. Eine. Wir kommen zurück. Eine List wird schon tun. Eine List wird den Job erledigen. So. For frequency change in frequency changes. Bum bum. Frequencies minus one punkt ja frequencies punkt append frequencies minus one so also wir hängen an die Frequenzen die letzte Frequenz die schon drin hängt noch mal dran aber rechnet da den frequency change drauf so und jetzt schauen wir mal. Okay, jetzt ich habe gerade eine wirklich doofe Idee und die setze ich auch um. So, jetzt schauen wir uns also an, so von den Frequencies, so minus 1. Genau, also wir gucken an, ist die letzte Frequenz, die wir eben gerade dran gehangen haben, bereits in der Liste, ja, schon mit drin, wenn ja, break. So, dieses break wird dafür sorgen, dass wir aus dieser For Loop ausbrechen. Damit brechen wir aber nicht aus dieser For Loop aus. Und jetzt kommt die dusselige Idee. Wir geben unserem letzten For einfach ein else. Ja, wenn diese For Loop ohne das break zu erreichen durchgelaufen ist, dann wird auch dieses else ausgeführt. Da sagen wir einfach continue. Dadurch wird diese For Loop dazu springen. Dadurch werden wir einfach an die nächste Loop springen und das heißt dieses Break überspringen. Ja? Also wenn die innere For Loop ohne ein Break zu erreichen am continue ankommt, dann überspringen wir dieses Break. Wenn wir allerdings dieses Break getroffen haben, überspringen wir else und kommen in dieses Break. Das ist ganz schlechter Programmierstil eigentlich, aber hey, es funktioniert. So, das heißt jetzt aber, dass wir, dass jetzt also hinten dran genau die Frequenz steht, die als einziges bis hierhin zweimal auftaucht und damit zugleich auch als erstes. Sehr schön. Was happened? Ach so, ja, müssen natürlich auch mit der 0 anfangen. Ah. Jetzt sagte ich ja gerade, ich werde die Laufvariable nicht benötigen. Möglicherweise lag ich falsch. Kein schneller Code. Am ersten Tag gleich so eine knackige Aufgabe, bei der man mehr drüber nachdenken muss. Na, das wäre ja der Hammer. Also möglicherweise habe ich etwas falsch gemacht. So, noch Frequencies, wir tragen die 0 ein. Frequency Changes füllen wir auf. Hier raus. So, das sind die Frequency Changes. So, dann 100.000 Mal wollen wir die Frequency Changes sich wiederholen lassen. So, Frequencies ist genau hier oben, so 0, 0, ergreift sich die 0. So, ergreift sich die 0, packt den Change drauf und prüft dann. Na gut, also das hier könnte es ein wenig schneller machen. Oder gleich von vornherein her sehr langsam. Na gut, bin ich jetzt ein bisschen baff. Normalerweise die Aufgabe am ersten Tag sollte ja eigentlich sich quasi selber lösen. So, dann jetzt kommt das, was ich gerade meinte. Dann müssen wir jetzt also hier sagen, so current frequency
Bum, bum. So. Bum, bum. Also, wenn Current Frequency in Frequencies enthalten ist, Break. So, das ist jetzt schon eigentlich eine... Achso, halt. Ja. So, beziehungsweise können wir dann noch gleich den da machen. So. Achso. Hahaha. Hier können wir tatsächlich so. Ja, natürlich, so. Ah, okay, bei der 144. Also hätte ich doch einfach nur geduldig warten zu warten brauchen. So, was habe ich jetzt geändert? Ich habe jetzt viel mit Listen gearbeitet. Der Knackpunkt ist das hier, ja. Ich möchte ja prüfen, ob die Frequenz, die wir jetzt zuletzt berechnet haben, schon vorher schon mal aufgetaucht ist. Und die Zugehörigkeit eines Elementes zu einer Liste zu prüfen, vor allen Dingen Wiederkehren zu prüfen, ist in Python relativ langsam. Das hat jetzt auch mit Python an für sich selber nichts zu tun, einfach Zugehörigkeit zu einer Listenstruktur zu prüfen. Dauert viel länger als bei einer Set. So, ich habe jetzt also nur die Datenstrukturen getauscht und das hat am Ende des Tages schon den Trick gebracht und sagt uns, aha, diese Frequenz hier taucht zweimal auf. Schauen wir doch mal, ob es die richtige ist. Tatsache, das ist die richtige Antwort. Du bist einen goldenen Stern näher daran, den Fluss der Zeit zu korrigieren. Ja, damit haben wir also die erste Aufgabe von 2018 gelöst. Okay, so schwer war sie am Ende des Tages nicht. Ich dachte, ich könnte es mit ein bisschen schlechter, aber komfortabler Programmierung lösen. Da musste ich doch ein klitzekleines bisschen drüber nachdenken und wir konnten es lösen. Ja, wie angekündigt, ab dem 1. Dezember geht es dann richtig los. Dann schauen wir uns die diesjährigen Probleme an, jeden Tag, solange wie ich schaffe es mitzuhalten. Die ersten Aufgaben sind sehr einfach, die hinteren Aufgaben werden schwer. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. In 2020, letztes Jahr, was haben wir es da? Am 20. Dezember habe ich Schwierigkeiten bekommen, am 21. habe ich ausgesetzt, am 22. hatte ich nochmal Schwierigkeiten und danach hatte ich aufgegeben. Ich bin also lückenlos bis 19 gekommen, danach dann noch ein bisschen gestolpert. Schauen wir mal, wie weit wir dieses Jahr kommen. Ansonsten möchte ich mich herzlich bedanken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.